Der kleine Katechismus. Das Abendmahl von Dr. Martin Luther. Er, Jesus, der gute Hirte, aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu, und sandte seinen Knecht aus zu der Stunde des Abendmahls, zu sagen den Geladenen: Kommt, denn es ist alles bereit. Lukas 14, 16 bis 17. Das Sakrament des Altars. Wie ein Hausvater dasselbe seinem Hause einfältiglich vorhalten soll. Was ist das Sakrament des Altars? Antwort: Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus unter dem Brot und Wein, uns Christen zu essen und zu trinken, von Christus selbst eingesetzt. Wo steht das geschrieben? Antwort: So schreiben die heiligen Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und St. Paulus. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Was nützt denn solch Essen und Trinken? Antwort: Das zeigen uns die Worte: Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Nämlich, dass uns im Sakrament Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Wie kann leiblich Essen und Trinken solche großen Dinge tun? Antwort: Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte, so da stehen, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Welche Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück im Sakrament? Und wer denselben Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Wer empfängt denn solch Sakrament würdig? Antwort: Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Worte: Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt. Denn das Wort für euch fordert nichts als gläubige Herzen.